So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute möchte ich mal nach Karlsruhe fahren zu einer Veranstaltung des Vereins Gegen Vergessen für Demokratie. Ich bin vor Jahren ja mal bis Erfurt gefahren für eine Mitgliederversammlung und das habe ich nie bereut. Das sind so Lebenserinnerungen. Heute ist eine entsprechende Mitgliederversammlung in Karlsruhe, wo ich ja aufgewachsen bin in einem Stadtteil von Karlsruhe. Ich habe ja auch mal 5 Jahre in Karlsruhe Stadt gewohnt. Es werden da auch Erinnerungen wach an meine Kandidaturen 1984 und 1989. Vor 30 Jahren wollte ich Stadtrat werden von Karlsruhe. Das ist mir fast gelungen mit 20.500 Stimmen etwa. Damals war ich ja SPD-Mitglied und Vorsitzender von Bayertheim. Bulach, diese Erinnerungen werden wach oder an das Studium. Die Pyramiden werde ich sehen auf dem Marktplatz und im Rathaus findet diese Veranstaltung statt. Ein Grußwort von Dr. Mentrup, den ich persönlich kenne und so weiter. Das erwartet mich heute. Ich werde Fotos machen und diese Fotos abends dann auf meine Homepage einstellen. Politisch geht es natürlich darum, dass man hier die Arbeit dieses Vereins hinterfragt. Es werden Berichte gegeben werden und weiteres. Das Ganze geht einige Stunden. Es ist relativ mildes Wetter und wenn mir es nicht mehr schmeckt wird und nicht gefällt, dann gehe ich einfach wieder heim oder sonst wohin. Also das erwartet mich und wie schon gesagt, da freue ich mich jetzt drauf. Ich kriege ja auch schon Karten hier zu Weihnachten und das ist, glaube ich, der Wendehals. Das ist noch ein bisschen früh, war mir erstmal der Totensonntag. Ne? Bevor der Totensonntag nicht abgewickelt ist, kann man eigentlich hier noch nicht Weihnachten feiern. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen spenden noch hier. Das ist klar, habe ich angekündigt. Brot für die Welt ist der Verein, wo ich anlässlich von Weihnachten spenden werde. Das können Sie in meinem Leserbrief nachlesen, der wahrscheinlich in der Kreiszeitung erscheinen wird. Außerdem habe ich eine Gegendarstellung verlangt für einen Fehler, der dieser Zeitung unterlaufen ist. Bin ja mal gespannt, ob ohne Anwalt diese Gegendarstellung abgedruckt sein wird. Das werden wir innerhalb von wenigen Tagen erfahren. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie was Gescheites. Also heißt es ja Schwäbisch, gehen Sie auf Gas, ne? So wie ich. Und ein bisschen Bewegung, das habe ich auf jeden Fall heute. Und morgen sind wir zum Brunch irgendwo eingeladen. Also das ist vielversprechend. Und tschüss.